sind Tiere in Not, sehen Tierretter rot und begeben sich auch in Gefahr. Damit jeder es weiß und es jeder begreift, braucht es Kamera und einen Star. Und deshalb immer am Start geht es auch hart auf hart. Wolfgang Doppelpiep, sag mal, kennst du ihn schon, unseren Held der Mission? Wolfgang Doppelpiep, werden Tiere befreit, ist er stets mit dabei? Wolfgang Doppelpiep, Krokodil ausgebüxt, da braucht es Mut und viel Glück. Wolfgang Doppelpiep, zeigt der Welt ganz charmant, manchmal wird es riskant, er ist Doppelpiep. Hallo Freunde der opulenten Klemmbaustein-Tierrettungssafari. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan und ich habe hier aus dem Hause Lego die 60307, das Tierrettungscamp. 503 Teile, 6 Minifiguren, eine Menge Viecher, 100 Euro Listenpreis. 503 Teile, 100 Euro. Das ist krass. Ich bin ja niemand, der gerne auf Preisen rumreitet, aber das ist schon ein stolzer Preis. Es liegt natürlich nicht zuletzt an den mitgelieferten Tieren, wie sollte es anders sein? Die lässt Lego sich immer sehr, sehr gut bezahlen. Disclaimer an der Stelle, ich habe keinen Cent bezahlt. Einer von euch war so großzügig und hat mir dieses Set zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Du weißt, wer du bist. Und ich war so glücklich, als ich das aus dem Karton geholt habe, denn dieses Set hat einen gewichtigen Grund, weshalb ich es eigentlich haben wollte. Und dazu kommen wir gleich. Aber wir fangen ganz entspannt an mit den Minifigürchen. Achso, bevor ich es vergesse, Stand heute, ist jetzt Mitte Januar 2023, gibt es das Set immer noch für, ich glaube, 60 Euro oder so bei Smith Toys. Also man muss jetzt nicht 100 Euro dafür zahlen, zumal es End of Life erreicht hat und bei Lego direkt sowieso nicht mehr erhältlich ist. Also nur, dass wir es mal gehört haben. Die Minifigürchen, 6 an der Zahl. Wir haben 4 Tierretter, wir haben eine Krankenschwester, würde ich sagen, oder eine, es kann auch wunderbar eine Forscherin sein. Auf jeden Fall ist die, naja, mit einem Stethoskop, vielleicht auch eine Tierärztin, das macht am meisten Sinn. Und den heiligen Figurengral hier vorne, gleich in Ruhe. Die ersten drei Tierretter hier sind die Figuren mit den bedruckten Beinen. Die sind also ein bisschen hübscher als die anderen, sollte man meinen. Von hinten haben sie alle diesen Rescue-Aufdruck. Den finde ich sehr hübsch. Es sind natürlich, wie immer, kommt, singt es mit mir, generische City-Figuren. Sie sind nichts Besonderes in irgendeiner Form. Und für die allerwenigsten der Grund, dieses Set zu kaufen. Für die allerwenigsten richtig, nicht für alle. Denn das hier ist das Set, in dem Wolfgang Doppelpiep vorkommt. Wartet, das war nicht genug Pathos. Nochmal. Wolfgang Doppelpiep. Müsste reichen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, oder vielleicht fragst du dich jetzt speziell, wer zum Henker ist Wolfgang Doppelpiep? Ich kann das Geheimnis lüften. Auf dem Karton ist eine Figur mit Namen. Sie heißt hier Sleet. Das ist er hier. Ich habe keine Ahnung, warum der Sleet heißt auf dem Karton. Das ist totaler Etikettenschwindel. Denn wer das Tierrettungsmissionen-Set gespielt hat, wird in der App über diesen großartigen Reporter gestolpert sein, der durch die Mission leitet. Aber diese Figur haben sie dem Missionen-Set nicht angedacht. Das heißt, da sind andere Figürchen drin, aber nicht er. Wolfgang Doppelpiep. Und Wolfgang Doppelpiep hat in meiner Welt schon so eine Art Legendenstatus erreicht. Und darum bin ich so, so glücklich, ihn jetzt als Minifigur zu haben. Es ist Wolle. Wolfgang Doppelpiep ist dabei. Und damit hat das Set schon gewonnen. 100 Euro? Pah, shut up, take my money. Ich hätte auch 500. Nein, hätte ich nicht. Aber es ist ein Wolfgang Doppelpiep. Wie großartig ist das denn bitte? Ich weiß, die meisten von euch lässt das kalt. Ich habe diese Figur sehr, sehr lieb gewonnen. Und das Schöne ist, dank der Livestream-Twitch-Erfahrung geht es manchen von euch genauso. Ich habe jetzt einen! Ist unglaublich. Ja, ich glaube nicht, dass man 100 Euro bezahlt freiwillig, um diese 6 Figuren zu bekommen. Jetzt mal Butter bei die Fische, das ist totaler Quatsch. Aber ich persönlich, ja, Wolfgang Doppelpiep. Ich nehme sie mal aus der Gleichung. Achso, sie kommen natürlich mit Zubehör. Ich habe hier ein Funkgerät. Wolle kriegt natürlich seine Kamera in die Hand gedrückt. Das ist ganz klar. Der muss ja fotografieren, denn der ist ja Reporter. Dann hat eine Tierrettungsdame ein Walkie-Talkie und irgendjemand ist mit einem Besen unterwegs. Ich weiß nicht warum, aber irgendjemand ist mit einem Besen unterwegs. Die Anleitung hat mir jetzt allerdings nicht verraten, wo dieser Besen hin soll. Ja.
Ja, wir haben jetzt eine Menge Gedöns. Ich glaube, ich mache direkt mit den Tieren weiter, denn das hier ist im Kern ein ziemlich teures Tiere-Battle-Pack, wenn man so will. Das wahrscheinlich auffälligste Tier aller Tiere in diesem Set ist dieser Elefant. Und der ist schon schön gemacht, ist keine Frage. Und wenn man solche Tiere benötigt für seine eigene Lego City, kommt man wahrscheinlich an sowas nicht drum rum. Es ist schon ein ziemlich großer Elefant und ich finde die Größe tatsächlich ganz cool, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Wolfgang Doppelpiep daneben stelle, ich gucke jetzt immer die ganze Zeit, ob das von der Kamera her auch funktioniert, dann passt das von der Größe her schon ziemlich gut. Also der Maßstab ist, finde ich, ganz fein. Ist ein cooler Elefant. Und ist längst nicht das einzige Tier. Wie gesagt, ist wie ein Battle Pack. Es kommt einiges dazu. Wir haben einen Löwen und die passende Löwin. Auch die sind ganz putzig. Ich mag vor allem die Löwenmähne hier. Die haben sie schön gemacht. Gut, vom Aufdruck her hätten sie es minimalistischer nicht haben können. Die Tiere haben Augen. Muss reichen. Aber immerhin haben sie hübsche Augen. Und diese Tiere haben Jungtiere. Ein Löwen und eine Löwin. Oh Gott, sind die putzig. Ich weiß, großartig. Weiteres Highlight. Und wer mit putzig oder wer von putzig noch nicht genug hat, das Set kommt auch mit Äffchen daher. Wir haben süße kleine Äffchen, die übrigens dual-molded sind, habe ich gesehen. Sieht man von unten. Weshalb auch immer, da ist ein grauer Teil drin, der ist tatsächlich grau und nicht koloriert. Und die Äffchen sind schon, die gehen schon klar. Das sind schon hübsche Äffchen, keine Frage. Und wer jetzt sagt, ja, aber wir brauchen ja auch noch was zum Fliegen, haben wir noch ein Flugstier dabei, das soll ein Adler sein. Zumindest laut Lego-Website ist das ein Adler, auch der ist schön gemacht, der ist hübsch bedruckt, die Farben sind toll, ist ein super Adler, vielleicht zeige ich ihn mal so, dann seht ihr das besser. Also Adler läuft. Ja. Und das sollte für euch ein großer Ansporn sein, dieses Set zu kaufen, denn der Rest ist eigentlich im Kern generisches City, was nicht schlecht ist. Also ich mag dieses Set tatsächlich. Ich hatte beim Aufbau viel Freude, aber trotzdem sollten in dem Preissegment euch die Tiere echt abholen. Sonst ist das Set nicht für euch. Das Ganze kommt mit 4 Anleitungen daher. Und was ich schön gemacht finde, das sind die älteren Anleitungen. Da ist vorne dann abgebildet, was man im jeweiligen Heftchen baut. Hier haben wir dann zum Beispiel diese Höhle mit dem Bäumchen dabei. Oben sitzt ein Ei im Nest. Dann haben wir hier Kleinkram in Form von Fahr- und Flugzeugen und 2 Figürchen. Dann haben wir hier ein Auto und den Elefanten und zuletzt haben wir das Baumhaus-Camp. So nennt Lego das laut Website. Und das ist schön, dass sie es so machen, weil dann kann man auch mit mehreren Leuten gleichzeitig bauen, wenn man denn möchte, und eine Familienerfahrung draus machen. Und das ist ja für manche echt schön. Also von daher finde ich gut. Ich mache jetzt erstmal weiter mit Kleinteilen, bevor wir zu den großen Dingen kommen. Und Wolfgang darf die ganze Zeit hier Stellung halten, weil ich ihn habe. Wir haben hier ein kleines Stück Felsen mit einem Blatt davor und dieses kleine Ding hat schon ein riesiges Action-Feature. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es bricht ein Feuer aus. Also in meiner Welt schießt da eher eine kleine Flamme aus dem Boden, aber gut, das ist jetzt ein ausgebrochenes Feuer. Da wird sich wahrscheinlich ein Tier in Gefahr befinden und dann müssen wir es retten. Das ist so die Idee dahinter. Ist super simpel gemacht. Wir haben hier ein Plate Modified. Da sitzt dann diese Flamme drauf, das Ganze auf einem Technik-Brick und dann kann man die ein- und ausklappen. Das ist alles. Spektakulär, ist was anderes, aber es funktioniert, es erfüllt seinen Zweck. So kriegen wir ein bisschen Storytelling da rein. Ich weiß nicht zwingend, warum wir jetzt unbedingt Feuer mit reinbringen müssen. Es gibt so viele Bedrohungen, die wir halt einbauen können, aber ich habe es auch nicht entschieden. Das ist das, was der Designer oder die Designerin sich haben einfallen lassen. Dann haben wir Kleinkram in Form von Fahrzeugen. Wir haben ein Motorrad, klassisches Motorrad, leider kein Stunts-Motorrad. Das fände ich cool, wenn sie in den normalen Sets die Motorräder durch Stunts-Motorräder ersetzen würden. Wem das nicht sagt, ist ein Schwungmotor drin, stehen deutlich besser. Das hier ist ganz klar zum Umfallen verurteilt. Auch mit Figur drauf ist das nicht sonderlich stabil. Und ihr wisst, ich bin Riesenfan der Stunts-Motorräder. Mal eben einen Schluck trinken. Nee. Trockene Kehle und so. Aber gut, haben sie nicht gemacht. Müssen wir mitleben. Dann haben wir ein... Ich habe es gelesen auf der Website, ich habe es vergessen. Ein minimalistisches Flugzeug.
ein Leichtbauflugzeug, heißt es so? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein sehr, sehr leichtes Flugzeug. Dafür haben wir dann auch die Rettungsfigur mit dem Pilotenhelm. Das ist eine Pilotin und die nimmt dann in diesem Sportsegler Platz. Erinnert mich so ein bisschen an die Fluggeräte in Far Cry, möchte ich sagen. Und dann können wir damit durch die Gegend. Ne? Hinten haben wir einen kleinen Propeller, den wir ständig andrehen müssen. Aber ja, es ist halt jetzt kein Teile-Highlight oder in irgendeiner Form irre dekorativ. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass hier ist ein Set für Kinder. Und wenn Kinder ein Fluggerät mitbekommen, super. Und ich bin schon mal glücklich, dass sie keinen Hubschrauber hier reingepackt haben. Das wäre Lego zuzutrauen gewesen, auch hier wieder einen Hubschrauber mit reinzusetzen. Und von daher, schön, kleines Flugzeug. Bin ich absolut fein mit. Supi. Dann haben wir ein Boot. Ein rotes Schlauchboot. Wir haben ein Boot. Ja. Mit einem Boot, mit einem kleinen Außenborder und da können wir hier an der Stange wippen, um, ja, eigentlich soll es ja die Lenkung sein, aber okay. Und der transportiert eine Kiste und diese Kiste begegnet uns nochmal an zwei anderen Stellen und da ist dann mal Kleinkram drin. Hier ein, weiß ich nicht, gigantomaner Hähnchenschenkel und irgendeine Art von nachgestelltem Werkzeug. In jeder Kiste ist so ein bisschen Kleinkram. Ist gut, wir kriegen also Supplies. Wie heißt das auf Deutsch? Vorräte. Genau, es kommen Vorräte. Und Werkzeug und Nahrungsmittel lagern wir immer beieinander. Das ergibt ja Sinn. Ein Boot. Dann haben wir... Ist immer noch Kleinkram? Nee, jetzt wird's größer. Ich glaube, ich mache erst das hier. Dann haben wir diese Höhle im Fels mit dem Baum dran. Und hier war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Das hätte ich schlechter erwartet von City. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich glaube, wenn Erwachsene das hier in die Finger kriegen und so ein paar Teile übrig haben, kann man das noch schön zurecht mocken und es ein bisschen opulenter bauen. Aber so als Basis finde ich das eigentlich schon ziemlich gelungen. Lego ist halt meistens nicht so talentiert bei Bäumen. Auch hier, aber er ist zumindest von allen Seiten Baum. Auch das kennen wir anders. Ich finde die Idee schön. Ich hatte hier sogar so einen leichten Anflug von, erinnert mich an dieses historische Forestman oder so Set, wo sie im Wald stecken. Das ist sehr, sehr ähnlich. Das geht in so eine Richtung. Und das fand ich sehr, sehr nett. Und vor allem, hier ist ein dicker Burp mit verbaut. Ist das einer, sind das sogar zwei? Ich glaube, es sind sogar zwei. Ist jetzt ein Tag her, dass ich das gebaut habe. Man möge mir das verzeihen, wenn ich mich hier und da irre. Aber... Ja, also als Kulisse finde ich's durchaus cool. Und da kommen dann zum Beispiel die Löwen raus. Jetzt passt so ein ausgewachsener Löwe da nicht rein, aber wir können wunderbar die Löwenjungen unterbringen. So, und oben tobt dann bei mir der Adler auf so einem Blatt rum, weil da ist auch das Adlernest mit einem Ei. Ach, seht ihr, ich habe hier extra ein 1x1-Stud hingesetzt. Dann kann der Adler daneben parken, sonst passt der da nicht drauf. Und dann kann hier oben noch ein Äffchen drauf. Und das zweite Äffchen parken wir mal hier auch auf so ein Blatt, oder? Ja, da kommt auch schon Leben in die Bude. Dann können wir vielleicht noch hier eine Löwin hinsetzen und zack, haben wir hier so ein bisschen Wildnis. Also, total charmant gelöst, finde ich. Ist gut. Doch, gefällt mir. Wolfgang kann sich auch mit hier oben hinstellen, der ist furchtlos. Wolfgang macht alles mit. Wolfgang macht wirklich alles mit, da steht er super. Dann haben wir... Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beiden mehr Teile verschlingt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass hier mehr Teile drin sind, aber da die größeren. Ist auch egal. Das Rettungsfahrzeug. Und das ist gleichzeitig ein rollendes Labor. Das finde ich ganz hübsch gemacht. Fangen wir mit der Kritik an. Eine Tür wäre schön gewesen. Haben sie uns nicht gegönnt. Hier ist einfach Loch. Aber besser als bei so manchen LKW von Lego City, haben wir hier keine Noppen, sondern hier haben sie die Fliesen tatsächlich mit einer 1x2, keine Noppen, sondern haben das Ganze mit einer 1x2 Fliese gefliest. Okay. Also man kann es machen, sagt uns Lego. Sie machen es halt nur nicht immer. Ja, ist dann halt auch noch so. Ansonsten klassische City-Bauweise, jetzt keine großartigen Überraschungen an dem Fahrzeug. Ich finde es schön, dass sie auf dicke Reifen setzen, das mag ich. Dann haben wir die Möglichkeit, hinten Türen zu öffnen. Das ist immer ein Gefummel. Da können wir dann an das Labor ran. Da seht ihr auch schon so eine Kiste drin thronen. Allerdings ist der Zugriff so nicht so ganz einfach. Da müsste man anfangen zu poolen. Darum lässt sich das Ganze oben auch aufklappen. Das finde ich eine schöne Lösung. Und dann seht ihr, da drin geht was. Wir haben... Nicht, dass ich was vergesse, wir haben ein großes Display, das ist ein Sticker mit einem Keyboard davor, wir haben ein Mikroskop, wir haben
Erdnüsse scheinbar in so einer, das ist eine bedruckte Fliese übrigens. Ja, eine Erdnussverpackung, das ist nett. Ich hoffe, ich kann es euch so einigermaßen zeigen. Ja, das sieht gut aus. So, und wenn ihr sagt, die Kiste ist im Weg, ja, gar kein Problem, die Kiste können wir hier rausnehmen, die sitzt nur auf zwei Studs, da sind überall Jumperplates verbaut und auch da ist dann wieder Kleinkram hier in Form von Spritzen und Fläschchen und einem Verband. Ja, werde ich jetzt nicht alles in die Kamera halten, diese Teile sind bekannt. Es ist auf jeden Fall Kleinkram drin. Das ist schon nett. Und das Fahrzeug ist cool. Ich finde das Fahrzeug cool. Es hat halt zwei Mankos. Erstens keine Türen, allerdings für den schnellen Einsatz bei der Tierrettung kann ich damit fast sogar noch leben. Zweiter größerer Punkt, hier wird es auch mal regnen, weil das Ganze sieht ziemlich nach Regenwald aus. Der Name ist Programm. Das Fahrzeug ist aufgrund der Klappfunktion des Daches oben offen. Warum? Also das hat man schon schöner gelöst gesehen, aber hier klafft immer so eine riesige Wunde auf dem Dach. Das ist sehr, sehr schade. Aber anders wäre das jetzt so nicht machbar gewesen. Hätten sie das Ganze einen höher gesetzt und dann hier mit Hingeplates oder so gearbeitet, hätte man das wunderbar klappen können, ohne dass man das Dach offen lassen muss. Aber okay, wahrscheinlich auch das wieder Klagen auf hohem Niveau. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten Sticker, aber hier vorne das Rettungssymbol. Print. Es geht doch. Also ein paar Aufdrucke sind tatsächlich dabei. Was für den Preis von 100 Euro für 500 Teile aber auch vollständig in Ordnung ist. Ich würde fast sogar behaupten, bei dem Preis hätte man, ach komm. Und dann kommen wir zum größten Teil. Das Tierrettungscamp. Hier mit einem Fluss in der Mitte. Das finde ich ganz spannend, weil Lego es sich nicht nehmen lässt, auch in so einem Set die Straßenplatten unterzubringen. Nur diesmal nicht in Dark Bluish Grey, sondern in Blau. Und die Idee ist jetzt, dass wir mit unserem Schlauchboot über diesen Fluss schippern. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt drüber philosophieren, wie schlecht ich die Straßenplatten finde. La 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 la. Ich finde es so schön, dass sie hier wenigstens mal ein bisschen Wasser eingebaut haben, dass ich mir die Kritik komplett spare. Sie hätten es auch fertig gebracht und hätten einfach nur ein Boot dazugelegt und hätten sich überlegt, ja, entscheide doch selbst, wo der Fluss lang geht. Und hier hat man das wirklich schön gemacht, dass hier der Fluss zwischen diesen beiden Camp-Seiten dann durchfließt. Hätte ich das Camp so aufgebaut? Nicht zwingend. Ich habe keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Andererseits haben sie dadurch hier eine Brücke gebaut. Und wenn sie ständig von einem Ufer zum anderen müssen und ansonsten ist das schwierig, ist es wieder eine gelungene Idee. Also ich kann dem durchaus was abgewinnen. Und auch schön, sie haben fast dran gedacht, oder nein, sie haben sogar dran gedacht, dass man alles logisch begehen kann. Auch das ist eine Geschichte, die ich bei modernen Cityhäusern immer ganz komisch finde, dass ich nie eine Ahnung habe, wie kommen jetzt die Figuren eigentlich in den ersten oder zweiten Stock? Weiß keiner so genau. Hier geht's los. Wir haben hier eine Leiter. Dann geht die Figur hier hoch. Wolfgang? Nee, wir nehmen ihn anders. Wolfgang ist bei den Tieren. Wolfgang sitzt schön neben dem Affen. So, unsere Tierärztin macht das jetzt einfach mal. Geht hier hoch und kommt hier zu diesem Kran. Und der Kran ist erstmal dafür da, zum Beispiel aus dem Bötchen die Vorräte zu entnehmen. Ne? Die Idee wird deutlich. Jetzt kann man natürlich auch die Transportvorrichtung abreißen. Das geht natürlich auch. Und da drin ist wieder Kleinkram. Ich gucke für euch nach. Zwei Bananen und einen Apfel. Okay, also Fressalien. Dann kann die gute Dame hier weitergehen über diesen Steg in Form einer ausgeklappten Leiter. Aber immerhin, wir haben einen Steg, da wird sie nicht durchfallen, kommt hier auf diese Plattform, kann dann hier die Leiter hoch, hier oben hin in diesen überdachten Bereich, wo wir dann zum Beispiel ein dickes Fernglas haben. Zugegeben, es ist ein bisschen schlicht, es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel innerhalb des Camps, aber auf der anderen Seite brauchen sie auch Platz, um einfach Ruhe zu finden. Ich find's okay. Es ist ein Spielset. Es ist in Ordnung. Und hier oben, das Dach ist aus Stoff. Das ist nett gelöst. Klar, ist ein Klemmbaustein. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir uns ein Dach bauen, aber man kann nicht alles haben und besser so als gar kein Dach. Schule. Und dementsprechend müssen wir schon froh sein, dass wir hier diesen Lappen als Dach bekommen. Nein, wirklich, es passt zum Thema irgendwie. Es ist ja ein Stück weit immer noch ein Provisorium, was man hier in Bäume reingezogen hat. Und von daher, gut, ein Kran als Provisorium zu bezeichnen, ist auch wieder schwierig. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, es ist in Ordnung. Und ich glaube halt, ach so, hier habe ich vergessen, da steht noch ein Tischchen mit einer Kaffeetasse. Aus Erwachsenensicht kann man mit Sicherheit hier und da über den Detailgrad den Kopf schütteln und so weiter. Man kann sich hier wirklich stundenlang, wenn man das möchte, echauffieren, vor allem über den Preis, der zugegeben echt gesalzen ist. Der Preis hat
hat es in sich, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, es ist halt ein Kinderspielset. Und es hat große Tiere. Es hat nette Figuren. Also hier steckt eine Menge Action drin, wenn man allein nur mit den Figuren rumtoben möchte. Man hat kleine Fahrzeuge, man hat ein großes Fahrzeug. Wir haben Kulisse mit drin. Also insgesamt kommt hier, obwohl es nur 500 Teile sind für den aufgerufenen Preis, eine Menge zusammen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich hatte diebische Freude beim Aufbau. Und das nicht nur wegen Wolfgang Doppelpiep. Ja, er hat für mich das Set eigentlich fast schon zu einem Must-Have werden lassen. Und hätte ich es nicht zugeschickt bekommen, hätte ich geguckt, dass ich es mir irgendwie gekauft hätte. Und trotzdem hatte ich wirklich fast kindliche Freude beim Aufbauen. Es machte mir Spaß. Und ich mag auch das Endergebnis. Klar ist das hier kein, ich präsentiere es stolz auf einem Regalset wie ein, weiß ich nicht, Modular Building oder ein Hogwarts-Schloss. Es ist halt ein Kinderspielset. Aber es ist ein schönes Kinderspielset. Und wäre der Preis vielleicht ein bisschen niedriger, würde ich auch sagen, da darf man zuschlagen. Das hier in diesem Preissegment ist es eine sehr bewusste Entscheidung, die man da treffen muss. Und die kann ich und will ich auch niemandem abnehmen. Tja, ich finde es toll. Wie seht ihr das? Habt ihr es auch? Findet es gut? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr es nicht? Findet es trotzdem gut? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, wer Wolfgang Doppelpiep ist? Shame on me, schreibt es in die Kommentare. Ich lese das alles. Seid ihr mit mir, wenn wir einen Wolfgang Doppelpiep Fanclub gründen wollen? Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Wir müssen irgendwie, 7 Leute braucht einen Verein, ne? Dann können wir einen gründen, dann können wir T-Shirts drucken lassen mit Wolfgang Doppelpiep. Ach nee, Kopierschutz. Vergesst das wieder. Ich gebe es auf. Ich lese das auf jeden Fall alles, was auch immer ihr für wilde Ideen habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, dann, wenn es euch gefallen haben sollte. Abo und Glocke nicht vergessen, hier geht es regelmäßig weiter. Ich gucke mal, ob dieses Set über Amazon erhältlich ist. Dann werde ich es in der Videobeschreibung verlinken. Das ist dann ein Affiliate-Link. Wenn ihr den also benutzt, zahlt ihr für euren Einkauf dort nicht mehr als sonst. Aber es kommen ein paar Cent zu mir zurück, wer den Kanal auf dem Weg unterstützt. Vielen Dank an der Stelle. Und Shirts, Tassen und so weiter ist in meinem Shop erhältlich, auch verlinkt in der Videobeschreibung ganz oben. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich danke euch wie immer sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.